Ich zeige euch, wie es richtig geht. Bevor es an die Arbeit geht, prüft erst einmal den Zustand der Radnabe und ihr Spiel. Schaut euch auch die benachbarten Fahrwerksteile wie Domlager oder Traggelenk an. Und erst dann schraubt ihr das Rad ab. Beim Ausbau des Bremssattels ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass der Bremsschlauch nicht geknickt oder verdreht wird. Mit einem Hilfsmittel, zum Beispiel einem Schweißdraht, der zu einem S gebogen wird, kann man sich behelfen. Er wird an die Fahrwerksfeder gehängt, der Bremssattel mit Schlauch drüber gelegt. Der Ausbau der Bremsscheibe ist dann eher ein Kinderspiel. Anschließend wird das Traggelenk des Querlenkers gelöst. Achtet darauf, nicht den Schlitz des Achsschenkels zu weiten. Benutzt dafür den klassischen Abzieher, der in jeder gut bestückten Hobbywerkstatt zu finden ist. Beim Ausbau der Antriebswelle kann es Probleme geben. Diese sind heutzutage oft verklebt. Um ein Spezialwerkzeug kommt ihr also nicht herum. Die Antriebswelle wird damit einfach aus der Radnabe gedrückt. Diesen speziellen Abzieher kann man sich in allen MAPCO Regionalzentren ausleihen. Der Ausbau der Antriebswelle ist damit problemlos möglich. Achtung, jetzt müsst ihr noch einmal vorsichtig sein, damit ihr die elektrische Verbindung vom Raddrehzahlsensor nicht beschädigt. Aber dann braucht ihr nur noch die Spezialschrauben mit dem richtigen Spezialwerkzeug lösen und könnt die Radlagereinheit entfernen. MAPCO-Radnaben werden mit 9 Befestigungsschrauben, Staubkappe, Antriebswellenmutter und Sicherungssplint geliefert. Beim Einbau der neuen Radlagereinheit geht es nun in umgekehrter Reihenfolge weiter. Vergesst dabei nicht, das Hitzeschild wieder zu montieren. Die neuen Schrauben werden in 3 Schritten festgezogen. Erst mit 90 Newtonmeter, dann mit 30 Grad und zuletzt mit 15 Grad weiter festgeschraubt. Jetzt steckt ihr die elektrische Verbindung zusammen und setzt die Antriebswelleneinheit wieder ein. Im nächsten Schritt folgt der Einbau des Lenkerarms. Passt auf die Staubmanschette des Traggelenks auf, damit diese nicht beschädigt wird. Der Querbolzen wird mit 100 Newtonmeter festgezogen. Beim Einsatz der Bremsscheibe sind dann 7 Newtonmeter ausreichend. Mal so nebenbei gesagt, wichtig ist es natürlich auch, dass die ausgebauten Teile vor dem Wiedereinbau gesäubert werden. Damit tragt ihr deutlich zum Erhalt der Bauteile bei. Beim Einbau des Bremssattels zieht ihr die eingefetteten Führungsbolzen mit 28 Newtonmeter fest. Gern wird mal vergessen, die Staubschutzkappen wieder einzusetzen, also denkt dran. Anschließend wird die Haltefeder aufgedrückt. Bei der Endmontage wird zunächst das Rad wieder aufgesetzt, die Radbolzen müssen mit 110 Newtonmeter festgezogen werden. Letztes Bauteil ist die mitgelieferte neue Achsmutter, die auf die Antriebswelle geschraubt wird. Auch hier kommt es wieder auf das richtige Drehmoment an. Erst 120 Newtonmeter, dann lösen und wieder mit 20 Newtonmeter anziehen und zuletzt mit 90 Grad festziehen. Zuletzt wird der Sicherungssplint eingesetzt. Geschafft! Ich wünsche euch gute Fahrt mit MAPCO Autoteilen.